Ich brauche alle kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller! Und darauf werde ich reduziert? Mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen? Auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich, gibt's Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Ich hatte eine 1+ in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann immer ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Star kennt einen guten Laden. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Dieser Durchgang wäre wohl für die meisten Leute zu klein. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Sicherheitssystem muss versagt haben. Lass mich durch, wir müssen das Ding irgendwie lahmlegen. Wir berichten live vom Baxter Building, dem Hauptquartier von Manhattans beliebter Heldengruppe, den Fantastischen Vier. Es scheint hier einen Einbruch gegeben zu haben. Zeugen berichten, sie hätten einen lauten Knall vom Dach gehört. Ist das Ding vielleicht einfach nur in der Dusche ausgerutscht? Oder droht Reed Richards und seiner Truppe doch größerer Ärger? Bleiben Sie dran! In Kürze erfahren Sie weitere Einzelheiten. Ha!
An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Hier solltest du rübergleiten können. Hat mein System das versagt? Nein, es funktioniert einwandfrei. Leider. Ich möchte wissen, wer genau es benutzt. Die obersten 5 Stockwerke des Baxter Buildings gehören den Fantastischen 4. Aktuelle Pläne gibt es nicht, da Reed Richards das Layout seiner Labore ständig abändert. Dr. Doom, ich bin's, Dr. Octopus. Ich habe ihn gefunden. Zerstört sie, Octobots! Mich halten diese unbedeutenden Kreaturen nicht auf. Gib auf, Octavio. Der lange Arm des Gesetzes wird dich besiegen. Octobots, schnappt ihn! Damit kommst du nicht davon, Dr. Octopus. Ha
Beeindruckendes Labor, Dr. Richards. Für einen Mann von minderwertigem Intellekt. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, ihr mittelmäßigen Helden. Er geht aufs Dach. Los, ihm nachkämpfen. Ha ha!
Lift? Ist das der schnellste Weg aufs Dach? Ich nenne ihn den Fantastilift. Auf jeden Fall schneller als über die Treppe. Los! Da ist er! Vielleicht sollten wir erst darüber nachdenken. Keine Zeit. Wenn er mit den Teilen entkommt, bekommen wir sie nie mehr zurück. Oh!
Boden, Captain. Wie lautet der Plan? Wir folgen ihm, wohin auch immer. Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, ihr Helden. Come on.
Vorsicht, Dr. Richards, da geht's tief runter. Yeah.
können ihn von hier nicht passen. Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Net-Dings, Interface. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Parker! Parker! Ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Hey Leute! Ihr werdet mich nie fangen! Ihr verschwendet eure Zeit! In der Nähe war Spider-Man. Doc Ock hat wichtiges Material geklaut. Ach, der kann auch nie genug kriegen. Immer hat er seine Hände im Spiel. Binnensinn. Das in der Nähe. Nichts, was mit Wände hochklettern, nicht zu lösen. Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Thank you.
Spinne zu zertrampeln. Nicht so grausam. Willst du mich nicht in Küchenpapier einwickeln und aus dem Fenster werfen? Nein! Was ist passiert? Octobus! Er scheint übermäßig wütend zu sein. Was rätst du? Schau mich nicht so an. Du bist der Doc-Ock-Experte. Warte. Sein Arm hat sich im Boden verfangen. Greifen wir an, solange wir können. Gib auf. Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Ork. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn! Ich mach das! Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Go!